Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hatte heute einfach mal wieder Lust zu vloggen. Es ist Donnerstag, es ist Valentinstag. Kinder sind im Kindergarten. Ich habe gerade gefrühstückt. Ich muss noch meinen Tee austrinken. Guck mal, wie schön. Genau, und ich habe gerade noch ein paar Seiten in meinem Buch gelesen. Moment. Achtung. Ich habe noch nie vorher ein Rosamunde Pilcher-Buch gelesen. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich jung war, wo ich die Filme sehr gerne geguckt habe. Und die Autorin ist ja jetzt gestorben und eine Freundin sagte mir, dass ihre Bücher sehr, sehr gut seien und unterschätzt wären. Daraufhin dachte ich mir, gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Und es ist echt gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, übrigens lasse ich mir bald die Haare abschneiden. Also nicht wieder so extrem kurz, aber ich brauche wieder ein Pony und hinten muss was passieren. Ich hole mir morgen einen Friseurtermin. Genau. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, es ist Valentinstag. Aber es ist alles gut. Finde ich nicht irgendwie doof. Gar nicht. Ich backe dann auch noch einen Kuchen für meine Liebsten. Und dann bekommt heute jeder so ein Viertel. Ich mache einen Schokokuchen, der nicht vegan ist. Muss heute aber auch noch einen zweiten Kuchen backen. Auch einen Schokokuchen. Der wird dann allerdings vegan, weil wir morgen Fußballturnier haben. Und ich dachte, da kann es nie schaden, wenn man unter den vielen Kuchen auch einen Kuchen dabei hat, den alle essen können. Egal, ob sie halt gegen Ei allergisch sind oder gegen Milch oder. Deswegen mache ich heute noch einen zweiten veganen Schokokuchen. Da nehme ich euch ein bisschen mit. Und ich habe ein ganz tolles Paket bekommen. Das werden wir gleich zusammen auspacken. Wenn ihr gerne mit euren Kindern bastelt, dürfte das interessant für euch sein. Ich muss mich jetzt aber erstmal von meiner Couch hier lösen und werde jetzt mit dem ersten Kuchen anfangen. Der erste Schokokuchen ist fertig, der nicht vegane Schokokuchen. Und normalerweise wäre es jetzt cool gewesen, hier Herzchen drauf zu streuen. Gab es natürlich nicht so kurz vor dem Valentinstag und deswegen habe ich Mini-Marshmallows genommen. So, und den zerteile ich jetzt in mehrere Stücke und verteile den jetzt im Laufe des Tages an meine Liebsten. Ich habe vorhin, wo der Kuchen im Ofen war, die Zeit genutzt und war live auf Instagram. Und dort gebe ich aktuell immer mal wieder Live-Meditation, so ganz kurze, 5 bis 10 Minuten. Und ja, wenn euch das also interessiert, wenn ihr da mal Bock habt, dann schaut gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Der ist oben im Kanalbanner auf jeden Fall verlinkt. Und unten in der Infobox auch. Ich heiße dort auch Frau-Farbenfroh. Also wenn ihr da Bock drauf habt, sehr, sehr gerne. Wir haben heute wieder was ganz, ganz Tolles zugeschickt bekommen. Und zwar ist das von dem hallokindershop.com. Das sind Bastelsets. Ich habe noch keine Ahnung, was drin ist. Es ist ein Überraschungspaket und wir packen das jetzt mal aus. Oh Gott, es ist einfach so, so, so viel drin. Also hier hinten, diese ganzen Tüten, die ihr hier seht, da ist das hier drin. Das sind Flaschen, die man dann individuell bekleben kann. Und dann können die Kinder die als Trinkflaschen benutzen. Gibt es mit verschiedenen Sachen. Hier hat man so Muscheln. Das ist, glaube ich, eine kleine Ariel. Dann hat man das halt, wie gesagt, mit dem Drachen. Mit Piraten gibt es das auch noch. Super coole Idee. So als Beschäftigung zum Kindergeburtstag finde ich das mega. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, Kinder sind auf sowas super, super stolz. Dann haben wir hier noch so Paracord-Armbänder. Das kannte ich vorher noch gar nicht. So zum selber machen in Rot und Lila. Die sehen voll schön aus. Hinten ist dann die Anleitung drauf. Sieht super gut aus. Dann gab es noch eine Tüte mit ganz vielen bunten Bändern. Die sind für die Bastelsachen, die ich euch gleich noch zeige. Und wofür der hier ist, beziehungsweise habe ich den zweimal so einen Tontopf, das muss ich noch rausfinden. Und dann hat man hier noch ganz, ganz viel Material, ganz, ganz viele Bastelbögen und solche Holzstöcke, um solche Stecken zu basteln. Also Steckenpferde zum Beispiel, und auch solche Hüte. Hier sind dann auch noch
Sticker mit dabei. Ich habe auch gesehen, ein Fernrohr ist auch dabei zum selber machen. Ein Osterhasennest, also auch super viele schöne Sachen zu Ostern hier. Pferdestecken, Pferde. Voll, 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 voll cool. Und hier unten ist noch viel, viel mehr. Hier ist so eine Schlinge, die man basteln kann. Damit muss ich mich erst wirklich noch näher auseinandersetzen. Es sind auf jeden Fall viele coole Sachen auch für eine Piratenparty dabei, wenn man so ein Kindergeburtstagsmotto hat. Hier sind die ganzen Sachen zu Ostern. Voll, 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 voll cool. Ich werde mir das in nächster Zeit nochmal in Ruhe angucken und dann davon einiges mit den Kindern machen und euch daran natürlich teilhaben lassen. Ich verlinke euch den Hallo Kindershop auf jeden Fall unten in der Infobox, wenn ihr schon mal so ein bisschen stöbern wollt. Die Steckenpferde muss ich euch jetzt noch mal ein bisschen genauer zeigen. Für diese nehme ich, glaube ich, auch diese tollen bunten Bänder. Und zwar gibt es super, super viele verschiedene. Und das wird Svea lieben. Die ist wirklich sehr, sehr pferdevernarrt. Hat sie selbst so entschieden. Ich habe sie da in keine Richtung gedrängt. Gibt ein wunderschön rosanes und aber auch ein braunes. Das finde ich richtig, richtig cool. Das ist für kleinere Kinder unglaublich simpel zu machen. Es wird ausgeschnitten, zusammengeklebt. Dann kommt es an den Stab dran. Es gibt zum Beispiel auch eine Kuh, finde ich auch voll süß. Dann kommt es an den Stab dran und schon ist es halt fertig. Richtig schön. Ich bin jetzt mal raus spazieren gegangen. Es ist wunder, wunderschön. Die Sonne scheint, es ist angenehm warm. Hier, wo ich dann immer spazieren gehe, hier ist auch nichts los. Ich bin heute die kleinere Runde gegangen. Wenn ich so kinderfreies Wochenende habe, gehe ich eine größere Runde. Die ist dann ungefähr doppelt so groß. Alles schön ruhig, abseits kommt dir kaum jemand entgegen. Und das mache ich sehr, sehr regelmäßig und ganz impulsiv. Ich hatte das letztes Wochenende, wo ich früh aufgestanden bin und ich wusste, okay, ich habe eine To-Do-Liste, das und das steht da drauf, und habe dann aber mich erstmal gefragt, okay, aber auf was hast du jetzt Bock? Wir kamen halt spazieren gehen, da bin ich dann halt erstmal eine große Runde spazieren gegangen. Und auch jetzt, die letzten Tage, habe ich gemerkt, okay, du musst mal wieder raus, so in Ruhe für dich laufen gehen, und hatte das richtig heute direkt auf meiner To-Do-Liste tatsächlich stehen. Und habe es jetzt einfach jetzt spontan gemacht. Ich hatte es eigentlich erst für später geplant. Aber mir war gerade danach, weil ich gerade eine relativ lange Zeit am Computer gesessen hatte. Und das ist so für mich, oh, das Ding geworden tatsächlich. Hätte ich früher nicht gedacht. Wem ging das auch so als Kind? Wir haben es gehasst, spazieren zu gehen. Gehasst. Ich bin auch nicht der Wandermensch. Ich habe gestern eine coole Veranstaltung hier bei uns in der Nähe gesehen. Macht man so einen Adventure Walk. Der ist aber 35 Kilometer lang. Man könnte schon ein bisschen eher aussteigen bei 17 Kilometer, aber ich bin noch nie so eine lange Strecke, doch einmal. Aber sonst bin ich noch nie so eine lange Strecke gelaufen und ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Mal gucken, aber vielleicht mache ich es mal so als Challenge. Ich muss mal gucken, ich muss mir die Veranstaltung nochmal angucken und mal gucken, ob ich da kinderfrei hätte. Dann mache ich das vielleicht sogar. Aber das tut mir so richtig, richtig, richtig gut. Und ich habe mir in letzter Zeit so ein paar neue Routinen angewöhnt, die nochmal ganz, ganz viel verändert haben, mir nochmal viel, viel mehr Energie und Kraft geschenkt haben. Wenn euch dazu mal ein Video interessieren sollte, dann schreibt mir das jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich laufe jetzt meine Runde fertig. Ich mache auch, manchmal mache ich gar nichts. Manchmal höre ich mir Podcasts an. Heute höre ich mir ein paar Sprachnachrichten an und beantworte die. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf was ich Lust und Laune habe. Wenn ich zu Hause ankomme, werde ich mir dann erstmal jetzt was zum Mittagessen machen. Und dann mache ich immer so eine halbe Stunde Mittagsruhe nach dem Essen. Und dann habe ich noch ein bisschen was zu arbeiten. Bevor ich dann losfahre und erstmal meinen Kuchen verteile und danach auf meiner Arbeitsstelle vorbeischauen muss und dann hole ich die Kinder ab. Genau, und dann wird heute ein Bastelnachmittag und die müssen in die Badewanne. Also, beziehungsweise Svea, wenn es da noch nicht. Genau, und dann muss ich ja noch den zweiten Schokokuchen, den veganen Schokokuchen, nachher backen. Es war dann gestern noch ein wenig stressig und durcheinander. Das ist jetzt hier mein zweiter Kuchen. Das ist der vegane Schokokuchen, den ich jetzt gleich beim Fußball brauche. Und da ist noch, also ich habe dann hier noch so eine Schicht mit Zartbitterschokolade angesetzt und Mandeln drauf gegeben. So, jetzt kommt drauf. Hier lugt noch so ein bisschen Backpapier drunter vor. Der ist nämlich ziemlich weich. Der ist nicht besonders fest geworden. Ich hoffe, das funktioniert. Also hier ist halt eine Schicht quasi, ne? Schokokuchen, dann Himbeeren,
Und dann noch eine Schicht Schokokuchen und dann noch diese Art Glasur und die Mandeln drüber. Ich bin gespannt, wie das dann gleich schmeckt. Also ich denke, ich werde ein Stück meines eigenen Kuchens auch kosten. Werden jetzt hier noch schneiden. Und apropos schneiden, ich beende jetzt diesen Vlog und schneide den noch, damit er hochladen kann jetzt noch, bevor ich dann los muss zum Fußballturnier. Ne? Was macht man nicht so als Jungsmama? Geht's halt auch zum Fußballturnier. Ich habe mich gekleckert. Und verbringst da deinen Freitagnachmittag.